Somos too good to be Beziehungen true. Sind komplizierte Gebilde. Es ist praktisch unmöglich, sie von außen zu beurteilen. Manchmal schafft man das ja nicht mal von innen. Deswegen holen wir uns professionelle Hilfe. Weil wir Angst haben, dass wir die Dinge nicht mehr kontrollieren können. Und weil wir den anderen auf keinen Fall verlieren wollen. Helena, hi, wie läuft's? Hey, ich wollte dich noch an unseren Termin bei Dr. Goldman erinnern. Nicht, dass du wieder zu spät kommst. Nee, klar, hab ich auf dem Schirm. Das hast du die letzten Male auch gesagt. Ja, aber da konnte ich wirklich nicht. Da ist mir was dazwischen gekommen. Morgen klappt's, aber versprochen. Okay, bis später. Ich liebe dich. Dabei vergessen wir oft das Wichtigste. Vertrauen. Kling, und alles ist wieder wie früher. Vergiss es. Wenn das Glas gesprungen ist, dann blinkt gar nichts mehr. Wenn das Vertrauen weg ist, sind alle Bemühungen zum Scheitern verurteilt. Aber wie gewinnt man es wieder zurück? Dieses Bild habe ich letzte Woche noch eine Option erworben. Und jeder Schritt könnte ihr letzter sein. Sie hat Vertrauen. Und woher nimmt sie das? Ja, das ist doch das große Geheimnis. Darum geht es doch. Das sagt unsere Paartherapeutin auch immer. Und wir reden und reden. Aber wofür? Diese Goldman, die hat uns noch nicht einen sinnvollen Ratschlag gegeben. Die hört die ganze Zeit nur zu. Ja, so läuft das eben. So, du brauchst Zeit. Warum? Ist von allem doch noch genug Reserve da. Es geht um Andi. Ich glaube, er braucht Betreuung. Dafür bin ich heute echt nicht der Richtige. Aber du bist sein Freund. Also, ab mit dir. Los, ich verstaue die Sachen schon. Wo brennt's diesmal? Ach, das willst du gar nicht hören. Stimmt, aber deine Kollegen vom Bau auch nicht. Ich soll gar nicht arbeiten. Hab mir freigenommen. Einmal wegen der Therapie und einmal wegen so einer Vertrauensübung. Ich sollte Helena die Augen verbinden und dann sollte sie sich durch meine Stimme führen lassen. Hat sie aber nicht. Woher weißt du das? Reine Intuition. Und jetzt? Naja, nix. Wir waren beide frustriert. Sind dann nach Hause. Andi, nix ist zu wenig. Was glaubst du, bringt mehr, wenn du mir deinen Frust erzählst oder Helena? Die Antwort kannst du dir unterwegs überlegen, also hau ab. Und nimm dein Handy mit. Alle möglichen Leute reden immer von Loslassen. Man muss auch mal loslassen können. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was das bringen soll. Ich sag mal so, wenn man auf dem Bau an einem Gerüst hängt und dann loslässt, ja, dann war's das. Und in der Beziehung ist es doch nicht anders. Ach, du kommst genau richtig. Kannst du mir mal kurz helfen? Ja, soll ich dir was abnehmen? Ja, die Pumpe, wenn's geht. Geht so. Irgendwas mit Andi? Wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann lässt man es doch nicht los. Dann hält man es doch mit aller Macht fest, um es nicht zu verlieren. Und? Wie läuft das mit Dionysos? Wir gewöhnen uns langsam aneinander. Ich habe noch nie so ein sensibles Pferd geritten. Hörst du das auch? Einfach ignorieren, das ist mein verhaltensgestörter Mitbewohner Andi. Hi. Was ich sagen will, ist, um dieses Pferd an mich zu gewöhnen, bräuchte ich viel Zeit. Ja, hast du aber nicht. Ja, eben. Das ist ja bei Pferden auch nicht anders als bei uns. Wenn die einmal enttäuscht wurden, dann ist es sehr schwierig, ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, was macht man denn dann so? Bei Pferden? Kleine Schritte. Und schonungslos ehrlich sein. Und hoffen, dass das Pferd spürt, dass man es ehrlich meint und es niemals enttäuschen wird. Ja, und klappt das denn auch? Bei Pferden manchmal. Okay, ich muss los. Ich muss morgen wieder früh raus. Bis dann. Vergiss es. Was? Du meinst, du gehst der Helena hin und sagst ihr, dass du ein vertrauenswürdiger Typ bist und alles ist wieder in Ordnung? Ja, klar. Glaubst du nicht, dass es klappt? Was glaubst du denn, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Und? Hat's geklappt? Es gibt nun mal Baustellen. Im Leben. Ach so. Und du kannst diese Baustellen im Leben fertigstellen.
Einfach so, ne? Hab's geschafft. Was hast du geschafft? Ich muss dein Kleid nähen. Heute Morgen um 5 bin ich fertig geworden. Und gerade habe ich es abgegeben. Ja, dann Glückwunsch. Zur Feier des Tages gebe ich eine Runde Milchkaffee. Ah, super. Morgen. Auch einen Kaffee? Was? Hey, nein, danke. Ist alles okay? Andy meint, ich wäre ohne ihn besser dran. Okay.